Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles. Wir sind in der letzten Folge mal wieder auf der Gefängnisinsel gelandet, allerdings in einem komplett neuen Bereich. Wir haben schon den einen oder anderen Raum durchforstet, haben den einen oder anderen neuen Gegner kennengelernt. Hallo. Ich wollte eigentlich einen Angriffsvorteil haben. Leider tut uns der Groß den Gefallen nicht. Ein sehr aufmerksames Kerlchen. Das ist übrigens der Typ, der sich am Ende der letzten Folge in meine Verabschiedungsanmoderation eingemischt hat. Ja, also nicht genau der, ich glaube, das war ein Level 76er, aber so ist er mir in Erinnerung geblieben und ich finde, das gehört sowas von bestraft. Ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Ich werde jetzt nicht den ganzen Raum nochmal von Gegnern clearen, aber wenn der uns hier schon so demonstrativ im Weg steht, dann sollten wir ihm auch die Aufmerksamkeit schenken, die er sich wahrscheinlich wünscht. Ja, ich habe immer noch so ein bisschen die Nachwehen von dem Luritia-Kampf, habe so ein bisschen Angst vor dem nächsten Boss, der uns hier erwarten wird, höchstwahrscheinlich. Also Dixon wartet an der Spitze der Insel auf uns und keine Ahnung, was wir von dem Kampf zu erwarten haben. Soll ich das Vieh mal versuchen, aus dem Weg zu räumen oder eher nicht? Ich bin mir nicht sicher. Und just in diesem Moment, Leute, ey, kaum spiele ich hier wieder ein paar Minütchen. Sekunden, es sind ja noch nicht mal ein paar Minuten. Da fällt mir wieder ein, dass ich eigentlich noch nachgucken wollte, wo dieser Hinweis war. Ich hatte das in der letzten, vorletzten Folge schon mal angesprochen, so ein Hinweis, den ich in den Kommentaren bekommen habe, da und da nochmal nachzuschauen. Ich habe es nicht geschafft, aber ich muss zu meiner Verteidigung auch sagen, dass, das habe ich, oh Gott, ja, okay, jetzt mischt sich der Supergegner ein. Das könnte jetzt sehr knifflig werden. Der ist nämlich sicherlich nicht so ganz ohne. Mal gucken, was wir dem entgegenstellen können. Wenn wir jetzt wenigstens ein paar Erfahrungspünktchen mitnehmen, dann soll mir das recht sein, auch wenn wir verrecken. Aber mal gucken. Was habe ich beim letzten Mal noch gesagt? Ich fühle mich ja so unbesiegbar, nachdem wir den letzten Boss überlebt haben. Also nicht nur überlebt haben, den auch bezwungen haben. Das ist doch das eigentliche Wunder hier. Ich glaube, hier könnten wir an unsere Grenze stoßen. Wobei, der hier ist nur Level 72. Sollte also machbar sein. Und wenn wir dann den 76er alleine für uns haben, dann ist das vielleicht machbar. Betonung liegt auf vielleicht. Okay, das sieht gerade sehr schlecht aus. Schala hat gerade so ein paar Problemchen mit dem Heilen. Ey, hallo, kannst du mal stehen bleiben? Ich sehe schon, seine Strategie ist, uns zu anderen Gegnern hinzulocken. Damit die sich auch noch einmischen, ne? Du bist so ein ganz feiges Kaliber. Okay, jetzt ist Dings tot. Ungeil. Die Runde aber wieder zurück, die gute Schala. Melia wird sich jetzt gleich anschließen. Er, das ist ungeil. Aber ich habe das irgendwie schon befürchtet. Also ich hätte das Ding jetzt auch nicht angegriffen. Sondern wollte ja einfach nur durch das Gebiet spazieren und eher auch mal gucken, was wir hier sonst noch so erkunden können und so. Aber, leichter gesagt als getan. Okay, wenn wir uns jetzt irgendwie stabilisiert kriegen könnten, und das steht und fällt mit Schalas Heilungsbereitschaft. Shit. Dann könnte das vielleicht was werden, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, wir sollten uns da keine Illusionen machen. Warte mal, vielleicht kann ich den umwerfen? Das würde uns zumindest ein bisschen Luft zum Durchatmen verschaffen, aber nee, Riki hat das gerade eingesetzt und das Vieh steht immer noch. Schade eigentlich, aber was willst du machen? So, ich weiß nicht, warum das hier mit dem Heilen gerade nicht so funktioniert. Also entweder sie braucht zu lange, um ihre Heilskills wieder aufzuladen, oder wo bin ich denn jetzt? Das ist ja ganz der Anfang noch. Das ist nicht der Raum, wo ich eigentlich hin wollte. Haben wir keinen Reisepunkt an der anderen Ecke hier freigeschaltet? Nee, der Speisesaal ist Tatsache ohne Reisepunkt versehen. Wie finde ich das denn? Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme jetzt einfach nochmal so einen Gegner hier mit. Dann habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen, dass ich von einem anderen Gegner abgehauen bin. Vielleicht bin ich da jetzt auch... Oh, jetzt mischen sich die Nebulas auch mit ein. Okay.
Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen übervorsichtig, weil ich seit dem Lorizia-Kampf notorische Angst davor habe, unterlevelt zu sein. Und das gerne vermeiden möchte, dass ich nochmal in so einen Kampf reingerate, wo ich das Gefühl habe, wie gesagt, vielleicht war mein Level auch genau richtig und ich schätze das falsch ein. Aber mein Bauch sagt mir, ich hätte vielleicht den ein oder anderen Kampf noch mitnehmen können. Ich dachte, ich nehme jetzt mal so im Vorbeigehen mit und was ist? Ich werde gnadenlos abgestraft für diese Entscheidung. Wobei die uns jetzt hier wahrscheinlich nicht umnieten werden, sondern sich das einfach nur ein bisschen hinzieht. Okay, Leute, Kompromiss. Ja, wir werden dafür im nächsten Raum, also in dieser Speisekammer, einfach durchrennen, okay? Dann haben wir nämlich gleich ein neues Eckchen vor uns. Und komm, so ganz sinnlos sind diese Kämpfe ja hier nicht, denn sie hinterlassen uns relativ viel. Und diese Nebula-Gegner sind eigentlich auch eine gute Idee, weil ich in der Kombination, in der Gruppenkombination mit Melia vor allen Dingen ganz gute... Nein, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich muss hier jetzt irgendwas wegwerfen. Das ist auch noch die Itembox, ne? Sind das nicht die Sachen, die ich eigentlich auch verschenken kann? Ah, ne, das waren nicht die Materialien. Ne, das waren nicht die Materialien. Das war diese Sammel-Items waren das. Ich glaube, das hier will am Ende keiner haben. Das hier ist für eine Mission scheinbar relevant. Das ist jetzt ungeil. Also alles, was ich jetzt nur einmal habe, haue ich einfach weg. Auch wenn das vielleicht ein Indiz dafür ist, dass das nicht so leicht zu beschaffen ist. Aber naja, wenn wir es irgendwann nochmal brauchen sollten, doch für eine Mission oder so. Also ich meine, Missions-Items sind ja eh gekennzeichnet. Aber dann kann ich das ja notfalls nochmal irgendwie nachholen. Also es fühlt sich auf jeden Fall jetzt nicht so verwerflich an, als würde ich... Obwohl doch, ehrlich gesagt, schon so ein bisschen Nebelelement, Ratioglyphe, das klingt alles voll wertvoll. Weißt du was, ich nehme das jetzt erstmal einfach mit. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht nochmal... Oh, guck mal hier, diese ganzen Elementsachen. Ich glaube, die sind gar nicht so verkehrt. So, ein bisschen Erfahrung haben wir jetzt noch mitbekommen. Und ja, was ich eigentlich vorhin sagen wollte, bevor ich da in diesen komischen Kampf reingeraten bin... jetzt an dem Wochenende, wo ihr diese Folge seht, bin ich schon seit ein paar Tagen in der Schweiz. Ja, für einen Kurzurlaub, wenn man so will. Ich besuche ein Taria-Konzert. Wie sollte es auch anders sein? Wenn die Frau nicht nach Deutschland kommt, dann folge ich ihr halt ins Ausland. So ist das als Fan, der jetzt schon ihr 20 Jahre oder so die Treue hält, keine Ahnung. Und das muss einfach mindestens einmal im Jahr sein. Und ich bin seit Donnerstag früh sind wir losgefahren und jetzt gerade, wo ihr dieses Video seht, warte mal, was ist denn das? Das kommt jetzt am Samstag, ne? Da war das Konzert schon. Dann bin ich jetzt just in diesem Moment wahrscheinlich heiser und laufe ein bisschen in Basel rum und erkunde die Gegend und bin wahrscheinlich noch völlig geflasht vom Vorabend. Und jetzt gerade, wo ich das aufnehme, bin ich voller Vorfreude und mega gehypt und ja, freue mich auf alles, aber das ist auch der Grund, warum ich jetzt so ein bisschen im Vorproduktionsmodus bin und jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit für Vorbereitungskram habe. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich werde das dann nachholen, sobald die Aufnahmesessions in der Folgewoche quasi beginnen und versuche das ein oder andere, was ich jetzt hier liegen gelassen habe, dann nochmal nachzuholen. Also nur, dass ihr jetzt hier informiert seid. Das ist das erste Mal, dass ich das öffentlich kommuniziere. Also ihr wisst besser Bescheid als alle anderen. Wenn ich das nicht vorher irgendwo über Social Media rausposaune. Ich weiß halt immer nicht. Ich bin halt jetzt nicht so der Social Media Suchti, wie ihr schon festgestellt habt. Ich weiß halt immer nicht, interessiert das die Leute überhaupt? Weil so viele YouTuber, auch kleine YouTuber, posten immer so viel, was sie machen, wo sie sind, wie ihr Essen geschmeckt hat, wie sie geschlafen haben, wenn sie einmal gehustet haben oder sich am Sack gekratzt haben. Und mich interessiert das in der Regel auch nicht, wenn andere das schreiben, aber vielleicht ticke ich da auch nur ein bisschen anders. Was ist denn da hinten? Warte mal, hatten wir schon eine Durchgangsmöglichkeit? Ich muss mal ganz kurz schauen, weil ich bin beim letzten Mal die Rennen... Ach nee, das waren diese... Ja, das waren diese versperrten Tore. Ja, ja, doch, das habe ich jetzt doch wieder auf dem Schirm. So, dann gehen wir jetzt einfach mal hier hin. Keine Ahnung, ob ich jetzt schon einen Schlüssel übersehen habe oder so. Aber ich bin der Meinung,
Also dadurch, dass du hier auch keine regulären fixen Kissen oder sowas hast, dass ich eigentlich alles mitgenommen haben müsste. Wow, ist dieser Ort hübsch. Auch wenn der Einstieg jetzt gerade so ein bisschen verkrüppelt war, aber ich finde diesen Ort einfach nur hinreißend. Vor allen Dingen, wenn wir hier solche tollen Gänge haben und nicht nur so Riesenräume, die total geflutet sind mit mehr oder minder starken Gegnern. Ja, ich dachte gerade kurz, das wäre ein Teleporter, aber das ist nur irgendein Licht. Ja, da oben hängt eine Lampe. Ich wollte gerade sagen, ey, wo kommt das her? Physikalisch inkorrekt, aber hat alles seine Daseinsberechtigung. So, was ist das jetzt hier? Soll ich da rauftreten oder erstmal... Oh shit, das sieht ein bisschen nach Boss-Arena aus. Aber ich habe da gerade schon Gegner rumkrauchen sehen. Ach so, und hier ist ein Übergang irgendwo anders hin. Was ist das jetzt? Okay. Es scheint nichts zu passieren. Muss ich da vielleicht drücken? Warte mal. Wir wollen nichts unversucht. Ah nee, wenn ich drücke, dann springe ich. Ja, ich vergesse manchmal, dass man in diesem Spiel auch springen kann und darf. Oh oh. What took you so long? Dixon! Are you even trying to fight? Things are gonna get a lot worse if you don't buck up your ideas. Come down here and say that! What on Bionis is that? It's the warm-up act. If you can't get by this one, you don't stand a chance against me. Stop these games, old man! You'll have to stop this thing first. Hurry up! I'm just itching for a good old-fashioned scrap. Everyone, be careful! Monster want to eat Ricky! This thing is no match for us! Okay, ist das jetzt gerechtfertigt oder ist das feige, wenn ich sage, dass ich so leichte Bedenken und Ängste habe? Das ist ein Degross. Wir haben gerade schon deine Familienmitglieder niedergeschnetzelt. Also, ich will dich jetzt nicht provozieren oder so und auch nicht aggressiv machen. Ich dachte, vielleicht magst du deine Familie ja nicht und wir können ein Teechen trinken im Hinterzimmer. Ey, der verträgt ja gar nichts. Was bist du denn für eine Memme? Okay, nicht zu laut aussprechen, Nicoya. Alles wird sich irgendwann boomerangmäßig rächen. Da haben wir schon viele, viele Beispiele in diesem Let's Play gesammelt, aber es sei mir trotzdem gestattet, ganz vorsichtig anzumerken, dass es machbar zu sein scheint. Der ist schon fast auf die Hälfte runter. Ich kämpfe noch nicht mal eine Minute, glaube ich. Insofern sind wir, glaube ich, wenn das die einzige Prüfung ist, ready for Dixon. Würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Ja, jetzt verreckt natürlich Melia. Ungeil. Okay, der ist aber, glaube ich, auch gerade irgendwie gebufft. Melia, wo sind Sie? Brauchen Sie... Achso, ich kann sie gar nicht wiederbeleben. Ich nehme alles wieder zurück. Hä, aber ich habe irgendwie in letzter Zeit auch... Oh, ich wollte eigentlich Schala heilen und nicht mich. Ich habe in letzter Zeit Probleme mit der Befüllung meiner Kombo-Leiste da oben links. Und ich frage mich, und ich glaube, das muss auch damit zusammenhängen, ob das mit der Anpassung meiner Talentbäume liegt. Weil ich habe ja alles so ein bisschen general überholt für den Lorizia-Kampf. Also eventuell werde ich den jetzt trotzdem legen können, aber... Achso, warte, jetzt habe ich mich umsonst geheilt, denn eigentlich war ich schon wieder voll dabei. Ja, das kriegen wir hin. Ich denke, dass Melia aber die Erfahrung jetzt auch bekommen wird, oder? Oder ist sie da gleich außen vor? Ich weiß nicht. So, Jungs und Mädels, einmal noch einhängen und gleich haben wir den.
Stirb, Dedros! Jawohl. Okay, Melia hat die EP auch bekommen. Das war mir wichtig. Kampfarena. Ja, jetzt sprudeln wieder die EP. Das ist gut. Wir brauchen inzwischen sehr, sehr viele davon, um hier Level-Ups zu generieren. So, was ist da hinten? Was? Pavlov? Okay. Ich glaube, der will uns seine Gesetze um die Ohren hauen. Ich möchte das nicht. Geh weg. Geh weg, geh weg. Ich möchte mich nicht mit Pavlovschen Gesetzen auseinandersetzen müssen. Das Ding ist jetzt nur, ich komme ich irgendwie wieder hoch? Ja, wenn ich über den Reisepunkt mich wieder nach oben porte, aber... Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, worauf das hier hinauslaufen wird. Aber wir laufen jetzt erstmal die Ränder ab. Ich weiß, das ist die spannendste Tätigkeit heute. Ich beschleunige mal ein bisschen. So, das musste jetzt sein. Einfach meiner Kartenaufdeckfreude zuliebe. Guck mal, wie hübsch das ist, ne? Alle Perfektionisten unter uns werden jetzt laut Hurra rufen und sagen, danke, Nagoya, dass du diesen wichtigen Schritt gegangen bist. Jetzt ist unser Leben besser als vorher. Oh, oh. Die Jagd auf Dixon. Der Knochenturm ist herabgesunken und mit ihm die Arena. Aktiviere die Knochenturm-Schalltafel, um den Weg freizumachen und Dixon zu verfolgen. Verlasse das Nest der Getüme, um die Kontrollvorrichtung der unteren Ebene zu erreichen. Warum kriege ich dafür keine Belohnung? Ey, da verlangen die hier von mir, irgendwie die halbe Weltgeschichte zu verändern und geben uns nicht mal ein EP dafür. Hä? Okay, warte mal, was muss ich jetzt genau machen? Muss ich den jetzt besiegen, oder was? Moment, ich verstehe meine Aufgabe nicht. Ich habe nicht aufgepasst. In der Arena-Gefängnisinsel stellen sich der Gruppe Monster in den Weg. Ernsthaft? Was ist, wenn ich jetzt zu schwach bin? Dann habe ich die A-Karte. Dann bin ich für immer hier gefangen. Das könnt ihr doch nicht machen. Bitte nicht. Okay, na gut. Vielleicht sind die gar nicht so stark. Vielleicht ist das Spiel ausnahmsweise mal nett. Ich glaube es zwar nicht. Ja, vor allen Dingen, das ist doch aber gar niemand aus dieser Gegnerfamilie. Ich check das hier nicht so ganz. Nicht, dass ich mich jetzt hier einem Gegner verbeiße, der gar nicht unser Ziel ist. Und der verträgt eine ganze Menge. Auf den ersten Blick teilt er jetzt nicht so krass aus. Eigentlich ist es sogar gar nicht so verkehrt, zumindest bei dem hier. Glaube ich, wenn ich Riki so ein bisschen als Tank einsetze. Weil der zumindest alle Angriffe, die wir bisher gesehen haben, ganz gut abfängt. Ich habe nämlich beim letzten Gegner immer versucht, hinter denen zu rennen. Aber der letzte hat uns auch mehr wehgetan als der hier. Sollte mich vielleicht von dem Level nicht abschrecken lassen, aber ich weiß es nicht. Vielleicht wollte das Spiel einem einfach nur Angst einjagen und am Ende sind die Entwickler doch so fair und machen den nicht so stark. Ich weiß nicht. Sag mal, heilt er sich? Oder habe ich schon wieder Knickel in der Optik? Ich meine, der war gerade eben schon mal auf unter die Hälfte runter. Ich weiß gerade hier auch gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Aber den sollten wir, wenn der nicht noch irgendwelche Asse im Ärmel hat, sollten wir den hinbekommen. Hoffe ich einfach mal. Boah, der hat aber auch eine Kauleiste. Ich wollte ihn gerade wegen seiner gelben Zähne tadeln. Aber so gelb sind die, glaube ich, gar nicht. Also nicht für Monsterverhältnisse. Da haben wir schon was ganz anderes gesehen. Ey, ich glaube, den kriege ich hin. Ich bin erleichtert. Aber in der Missionsbeschreibung stand irgendwas vom Plural. Also es klingt so, als wäre das eventuell hier nicht der Einzige. Und das macht mir dann doch ein bisschen Sorgen. Oh, jetzt bin ich verwirrt. Ich kann Riki auch kaum mehr richtig steuern. Ich hoffe, der greift jetzt nicht seine Mitstreiter an. Aber guck mal, wir haben den gleich. Jetzt stirb! Pavlov! Wir haben für Pavlovs Niedergang gesorgt. Sind wir gut oder was? Und dann gibt es sogar eine silberne Kiste. Das freut mich. Getüm Adamsapfel. Na, wir bekommen hier schon wieder interessantes Zeug geboten. So, und jetzt? Aha. Man musste den also Tatsache besiegen. Ey, es übertreibt aber mal nicht mit den Leveln hier. Muss ich die beiden jetzt auch aus dem Weg räumen? Oder sind die optional? Ich habe das Gefühl, dass ich die halt... Wie kommt man... Oh, denn dahin, wollte ich gerade fragen. Ich bin sicher, 10 Stück davon riechen noch besser als eines. Auf diese Weise will Noporik die Schmetterlinge also zurückrufen. Ich bekomme noch so viele Hinweise, wenn ich was einsammle, auf Sachen, die ich gar nicht zuordnen kann. Also ich habe wahrscheinlich noch lauter Questgeber da draußen, die ich noch nicht so auf dem Schirm habe.
Aber mal gucken. Todeskiwi kennen wir schon. So, ich würde die eigentlich schon ganz gerne mal probieren. Weil der letzte ja auch machbar war. Ich sehe bei denen nur gerade das Problem, dass ich die wahrscheinlich nur schwer einzeln bekämpft kriege. Aber vielleicht muss ich die auch besiegen. Ich würde es einfach mal probieren. Ich hoffe, wenn ich sterbe, muss ich nicht nochmal den Pavlov-Kampf machen. Es wäre halt auch ganz gut, wenn die ein bisschen weiter auseinandergehen würden. Ah, das ist schwer. Aber vielleicht haben die auch gar nicht so eine krasse... Ja, geht aufeinander zu, kuschelt miteinander, ist okay. So, warte mal, ich will den mal anschießen, dann kommt er vielleicht hier zu uns. Nein, 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 nein. Alle zu mir. Achso, guck mal, der kommt hier direkt zugerannt. Das ist gut. Ein schönes, liebes, zutrauliches Wesen. Okay, also wir machen auf jeden Fall guten Schaden. Ich finde, das geht eigentlich. Problem ist jetzt natürlich, wenn der zu viel austeilt. Na gut, Melia sollte ja vielleicht nicht unbedingt angreifen. Oh, warum steht die denn aber auch die ganze Zeit vor dem Gegner? Ich würde den Schaden ja für sie abfangen. Dazu müsste sie mich aber lassen. Aber guck mal, den kriegen wir down. Ich glaube, die sollten wir auch, wenn die nicht Pflicht sind, trotzdem umhauen. Ich glaube, dass das nämlich nicht selbstverständlich ist, dass wir solche Viecher Niedergerung kriegen. Also die levelmäßig halt über uns liegen. Und das nicht nur mit einem Level, sondern schon ein bisschen mehr. Ich habe dich aufgemuntert und ich habe dich eigentlich gerade geheilt. Warum ging das denn schon wieder nicht? Ich habe das ausgewählt und es ist nichts passiert. Wurde Riki unterbrochen oder was ist da los? Ich check das manchmal nicht. So, geht umwerfen jetzt bitte. Ne, widerstanden. Aber das heißt, dass der nicht immun ist dagegen, ne? Ich hatte gerade einfach nur Pech. So, Schala, was ist los? Du musst heilen. Wenn du nicht heilst, dann funktioniert unser ganzes Teamkonstrukt nicht. Ich wollte jetzt hier nicht sterben, weißt du? Ich glaube, du wolltest das eigentlich auch nicht. Du weißt das nur noch nicht. So, Melia ist auf jeden Fall geheilt. Jawohl, ja! Geil! Wisst ihr, was das Allerbeste ist? Diesen Spaß dürfen wir uns gleich nochmal geben. Ich weiß, wir sind alle voller Vorfreude und können es kaum abwarten. Aber was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Und Schala ist kurz vorm nächsten Level ab. Wenn das mal nicht Motivation genug ist, dann weiß ich auch nicht. Und hier liegt viel Zeug. Trockenzitrone. Ja. Nee, aber mit den, mit der Kombo-Leiste da oben links, da bin ich sehr, sehr unglücklich mit. Das hat mal besser funktioniert. Aber ja, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt, ich habe nichts rausgenommen, meine ich, was das irgendwie beeinträchtigt. Ich hatte aber, glaube ich, auch nichts aktiviert, was sich positiv drauf auswirkt. Hm, vielleicht habe ich das aber auch einfach nur übersehen oder so. Vielleicht liegt es auch an den Equipment-Sachen, aber auch da hätte ich mich wahrscheinlich eher nicht von irgendwas getrennt, was das begünstigt. Ich weiß noch, dass Melia so einen Skill hatte, der extrem teuer war. Ich glaube 75 Harmoniepunkte oder so. Wo es da hieß, dass sie random diese Leiste von 0 auf 100 bringt, wenn sie irgendwie Schaden frisst. Aber wenn du das auswählst, dann kannst du ansonsten irgendwie fast gar nichts anderes mehr auswählen. Aber könnte man als taktische Komponente durchaus in Erwägung ziehen. Und der hier, der scheint gerade ein bisschen einfacher von der Hand zu gehen als der erste. Was ich sehr begrüße. Vielleicht hatte ich im letzten Kampf auch einfach nur Pech. Nee, wisst ihr, woran das liegt? Melia und Schala stehen einfach ein bisschen weiter abseits. Das ist nämlich das Thema. Wenn ich alles auf Riki gelenkt kriege, der ist super widerstandsfähig und der hat halt KP ohne Ende. Deswegen, ja, war das, glaube ich, eine ganz gute Vorgehensweise. So, was haben wir hier? Hä? Ich habe keine weiteren Gegner. Was habe ich übersehen? Kann ich jetzt wieder zurück und der Fahrstuhl geht wieder? Oder was ist da los? Hallo? Was muss ich tun? Ich check's nicht. Es sind keine Gegner mehr da. Jetzt lass mich doch bitte durch. Okay, irgendwas muss ich übersehen haben. Oder mein Spiel ist kaputt. Im Zweifelsfall trifft nicht mich die Schuld, sondern mein Spiel ist kaputt. So will es das Gesetz. Kann man da hochklettern? Ja, das sieht auffällig aus. Alles klar. Ja, so viel zum Thema, alles ist kaputt, ne? Aber es fühlt sich immer gut an, die Verantwortung erstmal wegzuschieben. Ja, bei Videospielen mache ich das total gerne. Aber ich glaube, da sind wir
Also da sind die meisten von uns so ein bisschen drauf, je nach Genre. Ja, erstmal immer pöbeln, das hilft. Und dann realisiert man meistens für sich im Stillen, shit, vielleicht war ich einfach nur zu schlecht. So, was haben wir hier? Achso, warte mal, das hier, genau, das hier muss ich aktivieren. Speiseaufzug, Schalltafel, das ist gut. Weil wir damit vielleicht auch in den Bereich kommen im Speisesaal, wo wir bisher nicht rein konnten. Vielleicht braucht es am Ende nämlich gar keinen Schlüssel, sondern einfach nur diese Schaltvorrichtung hier. Ich laufe einmal... Achso, guck mal, hier hätte ich auch hochklettern können, gar nicht gesehen. Obwohl das eigentlich recht auffällig ist, aber okay. Und das hier sieht auch nach einem riesigen Tor aus. Aber da scheinen wir nicht durchzukommen. So, was muss ich jetzt tun? Muss ich da jetzt runter und klettern? Ja, okay, über diese Kletterwände werde ich dann wahrscheinlich in besagten Bereich kommen. Einmal erstmal schön Damage fressen. So, ist das jetzt egal, wo ich runterkletter? Ey, da kann ich... Das war sehr töricht, Frau Nagoya, das war sehr töricht. Ich bin da nur hingejumpt, weil ich dachte, da muss eine Plattform sein. Oder was war mit dem Sammel-Item gerade? Schwebte das irgendwie in der Luft? Muss ich mir irgendwas angucken? Das interessiert mich jetzt. Ach so, nee, guck mal hier. Ich muss also von hier abspringen, oder was? Ich habe nur Angst, wenn ich so einen tiefen Gang rein entlang falle, dass... Ich und meine Hand-Augen-Koordination, ey. Das ist eine Katastrophe. Das wird sich wahrscheinlich nie ändern. Achso, ich kann hier gar nicht nach oben. Ich hatte Angst, dass hier vielleicht irgend so ein Zwischengang oder so noch auf uns wartet. Wisst ihr, was ich meine? Ey, habe ich jetzt den zweiten nicht erwischt? Ich bin noch voll durch den durchgefallen. Egal. Ich kletter da jetzt nicht nochmal hoch. Aber ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite. So, Zerreißteufler. Haben wir beim letzten Mal Teuflers erlegt? Ich weiß, wir haben die aus der Ferne gesehen. Ach du Scheiße. Feuerkaiser Heinrich, das klingt überhaupt nicht mächtig. Ich glaube, ich werde mal erstmal die hier aus dem Weg räumen. Und wie gesagt, also wenn das jetzt nicht gerade irgendwelche Riesenräume sind, wo du 10 Stunden unterwegs wärst, um die einmal zu clearen, dann versuche ich jetzt die Kämpfer auch mitzunehmen. Auch in der Hoffnung, dass ich das mit meiner jetzigen Truppe irgendwie hinbekommen kann. Aber eigentlich komme ich mit denen ganz gut klar. Ich weiß natürlich nicht, ob das nicht noch effizienter wäre mit allen anderen. Aber ich rede mir das jetzt einfach mal schön. Das kann ich gut. Ja, im Schönreden bin ich sehr talentiert. Ich habe nicht viele Talente, aber das ist eines davon. Hm. So, guck mal, der ist jetzt nämlich hinüber. Der wirft jetzt auch nicht mehr so viel ab. Doch, ich glaube, wir haben einen Teufler besiegt. Ein ziemlich niedrig Leveling. Ich glaube, das war irgendwie 72 oder so. Das müsste auch gegen Ende des letzten Parts gewesen sein. Da ist auch noch so ein... Oh, so ein Vieh mit Eigennamen. Nein, ich glaube, das wird schon wieder nichts hier. Oh, zu spät gesehen. Weißt du, da fange ich hier auf der Seite an, weil ich mir denke, dass das hier... weniger problematisch ist. Okay, ich bin gerade völlig überfordert. Ich meine jetzt doch erstmal den Platz. Also, wenn überhaupt. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass wir damit noch ein Level auf der Schale rausholen können. Das ist das eine. Und der ist auch schneller down. Und zwar deutlich schneller. So, jetzt kann ich ihn mal eben selber heilen. Ja, wobei Heilung für Schala wäre auch nicht so schlecht gewesen. Aber wenn das jetzt alle überleben sollten irgendwie... Ja, jawohl, okay. Ah, Mist, Schala hat leider immer noch ein Level ab. Das ist ungeil. Jetzt gibt das was. Ja, der ist ein bisschen zu stark. Und da liegt jetzt eine silberne Kiste. Die hätte ich so gern. Todeszielschuss. Der ist eigentlich gar nicht so stark. Wenn Schala einmal heilen würde, würde ich das jetzt überleben. Aber guck mal, wir können mal das hier versuchen. Habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier funktioniert. So. Schauen wir mal, wie er unsere Angriffe hier wegstecken kann. So, einmal Melia. Gegen irgendwas war der gerade immun. Okay, Schalas Schaden enttäuscht auf jeden Fall nicht. Okay, das mit den Kettenkombos ist gerade sehr hilfreich, auch wenn wir hier jetzt nicht weit kommen. Weil die Kette unterbrochen wird. Wow, das Spiel ist gerade sehr gnädig zu mir. Leider hat sie jetzt keinen lilanen Angriff. Ich hätte heilen können.
Ich dummes Ding. Warte, ich hab noch nichts. Hä? Ich wollte noch mal zurück. Habe ich jetzt meinen Zug irgendwie versemmelt? Als bin ich eh tot, weil die mich jetzt gleich nicht mehr wiederbeleben können. Oder geht das auf jemand anderen, dieser Todesstrahl? Hä, kam der jetzt? Der ist tot. Okay, dieser Kampf hat mich gerade etwas überfordert. Aber hey, es ging gut aus. Wir sollten nicht klagen. Hirax-Schuhe. Schon wieder irgendwas Missionsspezifisches. Damit haben wir zwei Inferno-Elemente, wie gewünscht. Das sollte den Leuten in Kolonie 6 beim Wiederaufbau helfen. Die brauchen wir doch noch gar nicht, oder? Ich meine, dass das ein anderes Element war, was da noch irgendwie offen stand, aber... Ja, nehmen wir mal mit. Es wird uns auf jeden Fall nicht im Wege stehen. Außer, dass unser Inventar dadurch voller wird. Aber ich glaube, das kann man bei so einem guten Item, bei so einem guten Item, ja, Dativ, Genitiv, spannende Themen hier. Wobei, das war gerade der Akkusativ. Na, egal. Egal. Grundschulwissen, ja. Wer hat damals im Deutschunterricht aufgepasst, ne? Und kann das Ganze entknoten? Nein, das war gerade Akkusativ. So. Jetzt bin ich schon wieder etwas überfragt. Hatte ich jetzt hier gar keinen Weg mehr? Was muss ich hier machen? Muss ich jetzt alle Gegner aus dem Weg räumen? Beziehungsweise wo geht's denn dann weiter? Ich versuche mal eben kurz, ob ich hier die Tür von der Seite aus öffnen kann. Das war die falsche Taste. Ja. Okay. Ich dachte, ich würde jetzt einen Shortcut aufmachen, aber das ist scheinbar der richtige Weg. Was ist denn da hinten für ein komischer Gong? Ist das eine Tür? Kann ich da irgendwie gegenhauen? Entschuldigt jetzt bitte den kleinen... Ach, das ist ein Kessel. Ich finde, ich weiß gar nicht, wie diese Dinger heißen. Das sah aus wie so ein Gong. Ich weiß nicht, wie diese Dinger heißen. Also wo du dann so einen Knüppel in die Hand nimmst und dagegen drischst und dann kommt da so ein Ploink. Also ja, ich bin total der Meister auf Beschreibungen und so, ich weiß. Ich glaube, das hier könnte echt gefährlich werden. Ich muss das jetzt aber theoretisch auch nicht machen. Dieser Nebula ist aber auch nicht so krass hochlevelig und wir sind mit der jetzigen Truppe sehr stark ausgerichtet auf Ether-basierte Angriffe. Insofern will ich nicht ausschließen, dass wir da eine Chance haben. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Zumindest den ersten Schubgegner sollten wir ohne Probleme wegräumen. Und bei Heinrich? Ja, Heinrich wird unser Endboss hier in der Folge. Aber ey, Schala ist jetzt ein Level weiter. Ja, wenn das mal nicht einen fetten Unterschied macht. Ich glaube, da schlottern selbst dem Heinrich die nicht vorhandenen Knie. Der würde es nie zugeben, aber ich sehe es ganz genau. Und ihr bestimmt auch, wenn ihr in seine Richtung guckt. Er kann es einfach nicht verheimlichen. Wir sind einfach voll die Nebula-Kenner hier. Uns macht hier keiner was vor. So. Also, wir machen jetzt erstmal dieses Nebula-Vieh fertig. Das ist der Plan. Heinrich wird sich da gleich einmischen, weil die hier alle gerade so lustig umeinander rumtänzeln. Aber das soll uns erstmal wenig beeindrucken. Denn guck mal, wir können jetzt einmal den hier machen. Ich werde jetzt mit den physischen Angriffen wahrscheinlich wenig gegen den ausrichten. Ja, das war zu erwarten, aber besser als nichts. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht gleich verrecken. Die Leiste eigentlich für Wiederbelebung bräuchten. Aber wenn das Ding... Ah, das habe ich gerade nicht gesehen. Mist. Aber ich hätte die Kette eh nicht fortsetzen können. Insofern... Okay, die sind also feuerbasiert. Ich hoffe, die KI ist gut genug und lässt jetzt Melia die ganze Zeit ihren Eiszauber da wirken. Und unser Eiszauber kann aber auch eine Menge. Jawohl, das war's dann mit dem. Das ist gut. So, und jetzt bin ich sehr gespannt auf Heinrich. Heinrich, du bist unser Stargast heute, ja? Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß mit uns wie wir mit dir. Vielleicht werden wir am Ende sogar Freunde. Ich wollte schon immer mal mit einem Feuerkaiser befreundet sein. Okay, also der verträgt auf jeden Fall ein bisschen was. Aber solange wir nicht die ganze Zeit dem Tod ins Auge blicken, bin ich eigentlich guter Dinge. Also klar, der setzt uns in Brand. Nichts anderes habe ich vom Feuerkaiser erwartet. Aber der scheint auf den ersten Blick jetzt auch nicht so viel mit Zustandsveränderungen und so zu arbeiten.
Ja, das wird auch gehen. Mein Feuerangriff ist, glaube ich, kontraproduktiv. Wobei, ein bisschen Schaden mache ich dem, glaube ich. Sogar ein bisschen Brandschaden, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ist jetzt zwar nicht so die übelste Menge, aber auf jeden Fall besser als nichts erstmal. So, hat Umwerfen jetzt bei dem eigentlich geklappt? Habe ich irgendwie nicht so ganz mitbekommen. Also es wäre auch durchaus nachvollziehbar, wenn man sagt, so Nebula-Geistviecher sind nicht umzuwerfen. Ja, also gut, wenn er einmal seine Feuerattacken hier vom Stapel lässt, dann haut das richtig rein. Und der Brandeffekt, der tut auch massiv weh. Und das war's dann. Das ist bitter. Das ist bitter. Viel hat nicht mehr gefehlt. Ich weiß jetzt halt auch nicht mehr, wo wir anfangen, ne? Hatten wir jetzt hier einen Reisepunkt mit Erreichen dieses Ortes? Ich bin mir nicht sicher. Aber guck mal, Melia kann ich auch zurückholen. Ich müsste mich irgendwie immunisieren, wenn der zu seinem Super-Dings-Angriff hier ansetzt. Zu seinem, sag schon, zu diesem Feuerflächenschaden, was uns alle in Brand versetzt. Oder ich müsste einfach die Mädels so ein bisschen weghalten. Weil guck mal, jetzt stehen wir gerade eigentlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob wenn wir jetzt so stehen bleiben, ob die Mädels auch... Ja, okay, wenn der jetzt natürlich so seinen Megastrahl, der einmal komplett ums Universum reicht, einsetzt, dann ist klar, dass Melia vor allen Dingen, wenn sie jetzt auf meiner Linie steht, auch davon betroffen ist. So, aber noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. Ich habe eigentlich gerade Heilung auf Melia gemacht. Jetzt ist die Energie schon wieder verloren. Ich wette, kurz bevor der down ist, wird er uns alle in Brand setzen und wir werden alle verbrennen und im letzten Augenblick irgendwie sterben. Bitte, bitte, ich habe ihn. Tempostiefe, okay. Cool. Ey, heute gelingen ganz schön viele Sachen, muss man ja mal sagen. Bis auf den allerersten da, der mich in die Knie gezwungen hat. Aber ich finde, das ist voll verschmerzbar, wenn man sich anguckt, was wir danach alles weggeklatscht haben. Mutschuss kommt mir so bekannt vor. Ich freue mich jetzt irgendwie nur noch so bedingt über Bücher, weil ich zuletzt immer wieder ernüchtert festgestellt habe, dass wir das meiste schon haben. Aber wir geben dem jetzt trotzdem nochmal eine Chance, natürlich. Und gucken. Vielleicht habe ich mich ja geirrt. Ich würde es begrüßen. Lesen. Ne, leider haben wir auch das schon. Oh, ist das schade. Ist das schade. Da kriegen wir nach langer Zeit mal wieder ein Buch und können damit nicht viel anfangen. Das ist mehr als ungeil. So, da hinten haben wir das nächste Ausrufezeichen. Ich speichere mal eben kurz. Wir haben nämlich in dieser Folge schon viel zu viel geschafft, als dass ich das jetzt hier nochmal aufs Spiel setzen möchte. Wobei, ich glaube, der merkt sich, was man hier niedergeschnetzelt hat, aber trotzdem. Knochenturm, Schalltafel, let's go. Achso, ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie Cutscene-Action oder so. Ah, ja. So hangeln wir uns also von Ebene zu Ebene. So, und wie komme ich da jetzt hin? Durch einen Sprung. Alles klar, keine weiteren Fragen. Wie denn auch sonst? Weiße Abdeckung, warte mal. Wie zur Hölle ist dieser Raum denn aufgebaut? Zentralhalle, da unten standen wir schon mal. Oh, das sieht so symmetrisch aus. Ich habe keine Ahnung, wo wir zuerst langlaufen sollten, aber irgendwo muss ich anfangen. Ich tue es mal auf dieser Seite. Hä, aber da unten? Ach nee, da war ich glaube ich noch nicht. Warte mal, ich muss mal nochmal kurz schauen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Irgendwie erinnert mich dieser ganze Aufbau und das Design jetzt gerade sehr an Dark Souls, muss ich sagen. Kein bestimmtes Gebiet, aber so dieser ganze Stil. So, wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann lasse ich mich jetzt auch mal hier reinplumpsen. Ich dachte gerade, der fällt hier irgendwie durch das Becken auf den Boden. Ja. Es wird hier aber... Ach ja, okay, da oben sehe ich schon Seiteneingang in der Minimap. Aber wo jetzt der richtige Weg ist, keine Ahnung. Wobei, ich könnte auf der Karte ja gucken, wo das Ausrufezeichen ist. Hätte ich vielleicht machen sollen, bevor ich mich da irgendwie in so einen ollen See runterplumpsen lasse. Zeig mal an, hier bin ich auf der richtigen Seite. Es gibt hier scheinbar keine Ausrufezeichen, aber von beiden Seiten geht jeweils ein Weg ab. Vielleicht habe ich ja irgendwie Glück und der eine portet mich auf die andere Seite, weil ansonsten musst du ja die ganze Route nochmal rumlaufen. Also vielleicht dauert das gar nicht so lange, aber meine Erinnerung sagt mir, dass wir da eine Weile zu Fuß unterwegs sind.
Ich laufe jetzt erstmal hier einmal bis zum Ende durch. Sah zwar auf der Karte so aus, als würde es hier nichts geben, aber... hier haben wir bestimmt mindestens irgendwas zum Sammeln, oder? Warte mal, das sah aber auf der Karte nach Sackgasse. Oh, ich hätte wahrscheinlich in den Raum gehen sollen. Das war bestimmt voll die coole Sackgasse mit irgendwie einem Special-Gegner, vor dem ich dann eh wieder weglaufen muss. Okay, also hier kommt man jetzt einfach einmal rum, oder was? Ja, das sieht so aus. Alles klar. Ich gehe dann mal eben die paar Meterchen wieder zurück. Paar Meterchen ist gut, ey. Das ist ja unfassbar ewig weit weg. Hier ein Reisepunkt wäre ganz gut. Neuen Ort haben wir. Hallo. Was? Würde Klon Chartros. Die Namen werden hier auch immer skurriler. Wisst ihr, womit der nächste Part beginnen wird? Ja, ich werde versuchen, den da einfach niederzuringen. Ich bin jetzt schon wieder vollgepumpt mit Selbstbewusstsein und habe das Gefühl, dass eine ganze Menge möglich ist in diesem Gebiet. Aber wir sind erst in der nächsten Folge schlauer, dafür direkt zu Beginn. Wir wissen, wo wir dann weiter müssen und alles ist im Grunde genommen cool. Ich bin sehr gespannt, wie lange das noch dauert, bis sich Dixon das nächste Mal wieder zeigen wird. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal erneut einschaltet. Ich wünsche euch einen wundervollen Resttag. Macht's gut und bis hoffentlich bald. Ciao!